Nächster Tag, nächste Folge. Odyssey im Auftrag des Königes. Des Königs. Wir haben hier starkes Kraut, mächtiger Zauber schon in der letzten Folge erledigt. Gucken wir mal. Kurz, ja, das Zeug hat geholfen. Hector hat mir verraten, das tat noch Tartaron Hypnose kann. Ich kann Hypnose, haben wir auch gehört. Okay, jetzt der mächtige Zauber bei Tartaron. Haben wir nämlich auch schon alles geschafft. Vom Wulfias haben wir das Amulett gekriegt, das haben wir aufgezogen. So, und das Amulett hat seine Schuldigkeit getan. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, oh, auch wenn man das nicht anhat, funktioniert. Warum dazu ist, weiß ich nicht. Alain wird mir bestimmt eine Antwort dazu geben. Des Weiteren gucke ich mal nach den Runensteinchen. Ich soll einen neuen Runenstein bekommen haben. Und zwar Varan, Teleporter, Aslans Lager, Beliatur, Patada. Und zwar am besten die Freien gucken. Orglager zu Skelrons Höhle. Varan, Teleport zu Skelrons Höhle. Sehr wichtig. Den werden wir mal anlegen, den Runenstein. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Die Wegbeschreibung haben wir bekommen. Aber ich werde einfach mal jetzt mal gucken. Oder? Speichern erst? Ich speichere erst. Sodele. Schauen wir mal, wohin wir geportiert werden. Entweder direkt vor die Höhle oder in die Höhle. Ich weiß es nicht. Ah, okay, okay. Okay, okay. Ach, das ist die Höhle. Da waren wir doch schon mal vor ein paar Folgen, richtig. Wo ich gefragt habe, wo ich gesagt habe, aha, hier ist auch noch was. Oh, den nicht richtigen Schlüssel. Aber jetzt haben wir den richtigen Schlüssel und dann gucken wir mal rein, was da passiert. Okay, natürlich geht es ein bisschen weiter rein, das ist klar. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. 10.18 Uhr. Sicherheitshalber werde ich mir dann halt eben mal eine bessere hitzebeständige Rüstung anziehen. So, dann schauen wir mal, was uns erwarten wird. Da ist er. Okay. Ich habe zuerst eine Stimme gehört. Ja, ich weiß auch, dass ich hier bin. Da ist er. Oh, es geht auch noch komplizierte Wege hier, nicht? Hier unten ist nichts. Oder sollte ich erstmal gucken, ob hier unten was liegt, was ich noch nie sehen kann? Da war ich. Nee. Da ist er. Tja, toll. Hast du tolle Augen? Sorry, jetzt habe ich mich aber voll verjagt. Ich wollte noch schon nach oben gucken und da war der Feuerball aber schneller. Aber schaut mal, da ist ja nicht so viel zu tun. Okay, da steht auch noch genau direkt über uns. Das ist ja eine linke Ratte, sorry, aber... Ja, gucken wir mal hier und ins Gemächt, ja, alles klar. Da können wir aber nicht viel sehen. So, wo bist du denn? Da ist er. Ja, wie kommen wir denn da an den jetzt ran? Guck mal, da ist er, Skelron. Moment mal, also der ist gleich aggressiv, den muss ich also töten. Töten wir mal den Skelron erstmal ein bisschen anvisieren. Ah, nee, das ist ein bisschen zu wenig. Oh, guck mal, bleibt einfach so lustig stehen. Okay. Ey, ich habe noch nicht mal Spezialpfeile drauf. Der Skelron ist ja sowas von empfindlich. Was eine Mimose. Mist, ein bisschen weiter zurück. Was ist denn jetzt los? Der hin? Ich will Experience Points haben. Oh, ich muss hier mal neu anfangen. So, wissen wir also Bescheid. Da ist der. Ja, kennen wir. Ich mag diesen Spruch übrigens nicht. Also, diese vokale Geschichte da mag ich nicht. Hat aber auch... Ah, jetzt... Kameramann! Hallo! Bleib doch mal an der Kamera dran. Da ist er. So, mal gucken. Treffe ich schon? Ja, ich treffe schon. Ich habe keine Special Files. Das sind ganz gewöhnliche Pfeile sind da. Geben wir ganz schön viel Schaden. So, jetzt fall aber nicht gleich wieder runter wie beim ersten Mal. So, Erfahrung 500. So, die habe ich schon mal bekommen.
kann natürlich sein, dass er irgendwelche Dämonenfreunde hat. Oh, guck mal, da ist ja noch ein Belia-Schrein. Haut rein, ihr Schrein. Jo, toll. Und du? Ist das alles? Belia-Statue? Ach. Fällt mir gerade ein. Was ist denn das? Achso, das ist ein Schild. Fällt mir gerade ein, habe ich dieses lustige Amulett noch dran? Seelenruf-Amulett habe ich noch. Das hat mich wahrscheinlich geschützt. Sorry, wegen dem Mikro. Bin aus Versehen drangekommen. Das hat mich wahrscheinlich vor dem Feuer geschützt. Gut, okay. Amulett der großen Verleuchtung. Das können wir... Ja, ich lasse es nochmal so an. Bei Belia-Statue. Waba ist klar. Okay, passiert nichts. Und Skeletron... Thron, nicht Skeletor, Skeletron. So, Stab der Swatzmagier. Dann Mana-Extrakt, Skelrons Almanach der Besessenen, Aquamarin und ein bisschen Gold. Warum braucht ein Dämon Gold? Also wirklich, gucken wir uns mal den Almanach an. So, gefunden. Skelrons Almanach der Besessenen. Mal gucken, ob es da irgendwelche zukünftigen Sportergebnisse gibt. Was ist los? So, nicht reinspringen. Na toll. Okay. Weil ich mache immer das Menü mit der rechten Maustaste, die ich als Springen definiert habe, mache ich das wieder zu. Manchmal springt er. Was ist denn jetzt passiert? Also, Skelron. So, der Anführer Schwarze Maja Tatron ist gut, das haben wir doch schon gelesen. Ist irgendwas anderes passiert? Mal gucken. Erfüllte Mission? Nein. Was ist denn jetzt los? Ich habe mir echt mehr erwartet. Ich habe mir das echt viel komplizierter gedacht. Okay. Geht's dann wieder zurück nach Uga, nachdem ich mich ich mich besser gerüstet habe, beziehungsweise unauffälliger. Also, was bekloppt es hier? Sagt ihr echt, hier, was ist denn das? Habe ich diese Pappmaché-Figur da einfach mal so. Also, Sachen gibt's. Naja, gut, okay. Ist ja nicht schlimm. Und? We don't have any music. Das ist jetzt echt dull. Wir haben keine Musik. So. Die werde ich jetzt mal anmachen. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben immer noch das Amulett an. Gehen wir jetzt zu ihm zurück. Ich habe mit Skelron gesprochen. So? Wirklich? Dann weißt du ja, wer Skelron ist. Ja, ein Magier der Knochenkrieger, ein Gesandter Belias. Er hatte diesen Almanach bei sich. Was? Skelron hat dir einen Almanach gegeben? Dann scheinst du wirklich ein erwählter Belias zu sein. Nun gut, du kannst von mir aus in die Geheimnisse der schwarzen Magie eingeweiht werden. Oha. Aha. So, gut, okay. Ich möchte gerne nach Ashtar. Das ist ja eigentlich unsere Urquest. So, und jetzt? Ich möchte gerne nach Ashtar, um die schwarze Magie zu lernen. Ja, du musst sogar nach Ashtar, da du ein treuer Diener Belias bist. Außerdem warte ich schon lange auf ein wertvolles Buch, das Almansor mir schicken wollte. Geh zu seinem Diener Alvarez, er wird es dir geben können. Wenn ich zufrieden mit dir bin, sollst du eine Belohnung von mir erhalten. Das würde ich gerne tun, Meister. Doch leider gibt es da ein Problem. Wie immer. Die Wachen von Ashtar lassen mich nicht durch, wenn ich keinen Befehl von dir mit habe. Nimm das mit. Man wird dich dann ungehindert passieren lassen. Kapitel 5. Das Grab des Magiers. Na endlich, wir sind ein Kapitel weiter. Gleich abspeichern. Gucken wir nochmal sicherheitshalber ein Logbuch, weil es gab noch einige Geschichten. Erstmal erfüllte Missionen, Skelron. Ich habe es geschafft, der Anführer der Schwarzmagier Tataron vertraut mir. Jetzt werde ich
wohl schon bald in die Geheimnisse der schwarzen Magie eine Erfahrung bringen können. So, aktuelle Missionen, Schwarzmagierbuch. Tadron wartet auf ein Buch, was ich ja bei Allmann so aus Arschdeutsch senden wollte. Ich soll dieses Buch bei Allmann und so dienen oder abholen. Soll ich abholen, gut. Dann gab es noch Tempel von Arschdeutsch. Tadron gab mir die Bescheinigung mit. Mit dieser kann ich nun die Stadt Arschdeutsch endlich betreten. Tadron zu besprechen, verlangt dieser eine Prüfung von mir. Okay, das haben wir schon gemacht. So, und da gab es aber noch was Drittes. Jetzt weiß ich nicht, was das war. Konnte ich so auf die Schnelle nicht lesen für die Nomaden. Nein, das ist es auch nicht. Muss mal gucken. Ach, hier steht's ja. Die Schwarzmagierschule. Es ist gelungen. Tartarin schenkt mir endlich Vertrauen. Er wird mich in die Geheimnisse der schwarzen Magie einweihen, wenn ich erstmal von Schwarzmagiern akzeptiert werde. Von den Schwarzen. Werden sie mich wohl in ihre Geheimnisse... Würden die auch mir ihre Geheimnisse anvertrauen? Das ist sehr gut. Was auch noch wichtig ist und worauf ich auch noch einen Kommentar bekommen habe, unsicherer Karawanenweg. Da sollte die Quest abgeschlossen sein. Und Ellen hat mir freundlicherweise gesagt, geh noch mal im und Umland gucken, ob da nicht weiter weg noch einer ist. Ich glaube, das werde ich mal eben ganz kurz mal in Erfahrung bringen. Ob da irgendwie, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass da irgendwie noch einer verschütt gegangen ist. Obwohl ich da geschlafen habe übrigens. Und auch gehofft habe, ich weiß nicht, das habe ich in dem Stream auch gesagt. Vielleicht ist mal wieder Skippy das Buschkänguru darüber gehüpft. Deswegen werden wir mal ein bisschen hier außerhalb gehen und gucken, ob wir denn da... Moment mal, Arschdott und dann Mühle und weiter da hinten. Da werde ich mich dann mal eben schnell hinbegeben. Über den Teleport nach Amana und Ismael. Im vorderen Bereich der Brücke ich mich jetzt befinde. Oh, du dich befindest im vorderen Bereich. Richtig. Auf der Suche nach dem letzten verschütteten Wüstenräuber. Und das machen wir mal sicherheitshalberweise mit unserem Bogen. Da können wir ein bisschen besser scouten. Na, also das sollte mal gucken. Ob das klappt. Also hier ist ja der Anfang der Brücke. Ja, also hier ist niemand. Offensichtlich ist hier niemand. Es ist hier niemand. Dann hinter der Brücke. Komme ich denn da unten eigentlich hin, falls da unten einer sein sollte? Das kann nicht sein, weil die werden ja wieder zurückgespawnt. Das habe ich ja... Da! I Google's Law. Da ist auch eine. Tatsache. Super, dass wir das nochmal gemacht haben. So, da wird auch nicht lange gefackelt. Ja, es wird nicht lange gefackelt. Doch, ich muss lange fackeln wegen dem Ring. Danke. So, jetzt aber. Auf geht's. So, guck. Daneben. Mann, was ist denn jetzt wieder los hier? So, jetzt Quest unsicherer Karawanenweg. Was haben wir denn hier alles? Okay, nichts Besonderes. Und ein Langschwert. Vielleicht sollte ich mal auch mal wieder ein bisschen was... Nicht zu plündern. Jetzt ist auch der Räuberhauptmann wieder da. Nicht zu holen. In der Folge, wo ich die alle weggemetzelt habe, waren sie alle weg. Also die meisten waren weg. Ja, ich weiß, ich blute. Nicht zu plündern. Vielleicht sind auch nicht zu holen. Die dabei, die ich nicht ausplündern konnte, weil sie weggespawnt worden sind. Nee, ist nicht. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Dann kann ich mich ja mal... Moment mal, gibt's ein Bett? Weiß ich jetzt nicht. Es gibt ein Bett. Ja gut. Dann kann man ja getrost weitermachen. Jawohl. Geheilt sind wir. So, super, dann haben wir das auch geschafft. Gucken wir mal gleich nach unter erfüllte Missionen. Unsicherer Karawanenweg, das ist. Wo bist du denn? So weit nach unten und ich habe es wieder übersehen. Nein, irrtümlicherweise habe ich angenommen, es wäre unter erfüllte Missionen. Dabei ist es noch unter aktuelle Missionen mit dem Satz, ich habe das Wüstenräuberproblem an der Brücke zwischen Amana und Uga beseitigt. Ja... Was jetzt?
Wahrscheinlich gilt das erst als erledigt, wenn ich dem Torres was erzähle oder Hassan. Muss ich nochmal gucken. So, ich habe mich mal eben zu Hassan begeben. Der Räuber Barut ist tot, das habe ich auch vergessen. Der Räuber Barut ist tot. Das sind gute Nachrichten. Dann haben wir endlich Ruhe vor ihm. Hier hast du die 300 Goldstücke, die auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Kann ich noch etwas für dich tun? Kommt darauf an. Wärst du bereit, für mich an die Küste zu gehen? Warum nicht? Gut. Ich habe dort vor längerer Zeit mal ein wertvolles Amulett gefunden. Als ich mit einigen meiner Männer hinter einer Bande von Schmugglern her war. Da ich das Ding nicht immer herumsteppen wollte, habe ich es damals in einer Truhe eingeschlossen. Leider bekam ich nie wieder eine Gelegenheit, das Amulett zu holen. Warum hast du denn nicht einen deiner Männer geschickt? Weil man den Kerlen nicht trauen kann. Wenn die Gold oder etwas anderes Wertvolles nur riechen, dann kannst du davon ausgehen, über das Ohr gehauen zu werden. Derjenige wäre höchstwahrscheinlich mit dem Amulett auf Nimmerwiedersehen verschwunden, um das Ding irgendwo zu verschachern. Aber mir schenkst du Vertrauen? Ja, ich weiß auch nicht warum. Du hast irgendwie ein ehrliches Gesicht. Eigentlich nicht typisch für einen Assassin. Wo genau ist die Truhe? Ich habe sie damals Abdul übergeben. Dem kann man zumindest etwas Vertrauen schenken. Hier, also den Schlüssel der Truhe. Ich hoffe, dass das Amulett nicht mittlerweile gestohlen wurde. Also Küste Abdul. Gucken wir erstmal nach. Mir ist nämlich noch eingefallen, ich muss ja noch zu Torres hin. Weil ich habe eine Folge abgeschlossen, wo noch die Frage offen war, kann ich dir auch noch was helfen? Das hat mich gerade eben mit Hassan da eben dran erinnert. Also Hassans Amulett. So, ich soll für Hassan ein Amulett holen, welches vor längerer Zeit an der Küste gefunden hat. Welches er vor längerer Zeit an der Küste gefunden hat, mein Gott. Er hat das Amulett damals in eine Truhe eingeschlossen und diese Abdul übergeben. Den Schlüssel hierfür gab er mir mit. Die Truhe wird sich sehr wahrscheinlich in Abduls Quartier befinden. Hassan, letzte Worte machen mich allerdings stutzig. Warum befürchtet er, dass das Amulett gestohlen sein könnte? Ich vermute, dass man auch Abdul nicht genug Vertrauen schenken kann. Ich sollte diesen besser gar nicht erst nach dem Amulett fragen, sondern es heimlich aus der Truhe nehmen. Auch mal wieder ein super geiler Trick, Tipp meine ich. Wo kommt jetzt Abdul her? Beziehungsweise wo ist Abdul? Abdul. War der Abdul? Ja, ich soll ja zur Küste wieder, also zur Küste. Das heißt Patara, ne? Aber bevor wir das machen, abspeichern und dann werde ich mich woanders hinbegeben. Und zwar nach Uga. Okay, lustig. Hier. Und zwar nochmal mit Torres reden. Ne, das habe ich nämlich im Schnitt zum Schluss erstmal gemerkt, so von wegen Shit. Den Torres, der hatte ja noch ein Angebot gemacht, so von wegen, ob ich ihm helfen könnte. Balabala, pam pam, pam pam, pam pam. Ja, mittlerweile kenne ich mich jetzt aus. So ein bisschen. So, Torreschen, dann. Halt, jemand hat den Juwelenhändler Osiris getötet. Und jetzt verdächtigst du mich, oder was? Nein, keine Sorge. Osiris wurde schon seit längerer Zeit von Dieben behelligt. Ich glaube nicht, dass du der Täter bist. Ich bin vielmehr sicher, dass Ugas Unterwelt damit etwas zu tun hat. Wie? Auch noch. Ugas Unterwelt? So befinden sich also Banditen, auch innerhalb eurer Stadtmauern. Natürlich. Noch nicht gemerkt? Aber warum überrascht dich das jetzt? Uga ist nun mal eine ganz normale Stadt. Nun, ich dachte... Jo. Ihr Assassinen hättet ihr alles unter Kontrolle. Das haben wir auch. Zumindest bis jetzt. Wir hatten mit der Gilde der Diebe bisher ein Abkommen. Solange sie sich nicht an den Magiern oder großen Händlern vergreifen, haben wir stets ein Auge zugedrückt, wenn du verstehst, was ich meine. Aber jetzt wurde sogar ein wichtiger Händler unserer Stadt umgebracht. Das können wir nicht mehr tolerieren. Ach so ist das. Ist ja eine tolle Ordnungsmacht, die ihr hier in Uga habt. Wahrscheinlich habt ihr von den Dieben auch einen großen Anteil der Beute erhalten, was? Hey, werde jetzt nicht unverschämt. Immerhin sind Tartaron und ich diese Ordnungsmacht. Und dieser Macht hat sich jeder zu unterwerfen. Auch du. Schon gut, ist mir nur so rausgerutscht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich brauche. Sonst hätte ich jetzt dafür gesorgt, dass du für diese Bemerkungen in den Kerker kommst.
Du brauchst meine Hilfe? Wofür? Ich muss wissen, wer hinter Osiris Tod steckt. Und Aha. vor allem, wo dessen wertvolle Juwelen hingekommen sind. Aber ich bin fremd hier. Willst du nicht lieber jemand anderes mit dieser Aufgabe betrauen? Gerade da du fremd bist, werden die Mitglieder der Gilde eher dir Vertrauen schenken als einem meiner Männer. Ich soll also mit den Mitgliedern der Gilde Kontakt aufnehmen. Genau so ist. Aber an wen könnte ich mich da wenden? Mansur vermittelt Aufträge an die Gilde. Aber ihn würde ich nach Möglichkeit überhaupt nicht ansprechen. Er ist extrem misstrauisch und du könntest, wenn du mit ihm redest, alles verderben. Geh lieber in die Taverne. Dort treiben sich genug von seinen Leuten rum. Rede mit dem Wirt oder versuche irgendeinen der Männer dort in dein Vertrauen zu ziehen. Wenn es dir gelingen sollte, Osiris Mörder ausfindig zu machen und die Juwelen zu finden, wirst du eine hohe Belohnung von mir erhalten. Das ist schön. So, das war das hier mit der neuen Aufgabe, die ich verpasst habe, vorletzten Folge. Hast du vielleicht noch eine Aufgabe für mich? Lass mich mal überlegen. Du warst bisher sehr zuverlässig. Würdest du für mich etwas in Erfahrung bringen? Was möchtest du denn wissen? Nun, seit geraumer Zeit werden heimlich Kisten mit Waren an die Wüstenräuber geschickt. Unter anderem mit Waffen. Der Anführer der Schmuggler muss hier in der Stadt zu finden sein. Ich gebe dir daher den Auftrag, den Kerl zu finden. Töten sollst du ihn aber nicht. Ich werde mir schon selbst überlegen, was ich mit dem Burschen machen werde. Hast du vielleicht einen bestimmten Verdacht? Nein, aber knöpf dir mal diesen Branko vor. Ich weiß nicht, dem Kerl traue ich nicht. Der ist hier schon mehrere Wochen in der Stadt. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat er ja mit den Schmuggelgeschäften zu tun. Zutrauen könnte ich es ihm ja. Ja, speichern. Ja, da ist ja wieder jede Menge dazugekommen. Okay. Der tolle Juwelenhändler, der Tote. Da geht es um die Bande da. Torres hat mich über Einflüge und Tollens vermutet, dass Ugas Unterwelt an den Tod des Juwelenhändlers schuld ist und gab mir nur den Auftrag, Osiris Mörder zu finden und nach den gestohlenen Juwelen zu forschen. Torres versprach mir hierfür eine hohe Belohnung. Am besten höre ich mich mal um. In der Kneipe, genau richtig. Und vielleicht gibt es dort jemanden, der mir sagen kann, wer Osiris getötet hat. Torres gab mir Auftrag, wer hier in Uga heimlich Waren an die Wüstenräuber verkauft. Er verdächtigt den Söldner Branko, weil dieser sich an unersichtlichen Grund in Uga aufhält. Ja, also Branko ist ja meistens immer vor Bahals. Ja. Das ist ja Branko und das ist der Bahal. Branko? Hey! Aus welchem Grund bist du eigentlich nach Uga gekommen, ne? Aus welchem Grund bist du eigentlich nach Uga gekommen? Das habe ich dir doch gesagt. Ich soll den Orks bei der Artefaktensuche helfen. Ach so. Und warum hängst du dann ständig in der Stadt herum? Ist doch seltsam. Hör mal, du denkst zu viel über Dinge nach, die dich nichts angehen. Klar? Ich habe nun mal den Auftrag, hier zu warten, bis ich neue Befehle erhalte. Von wem? Von wem denn? Das geht dich nichts an. Und jetzt lass mich gefälligst in Ruhe. Oh, war ja dieser Branko, der ist ein bisschen, ne? Schwierig. Mal gucken hier. Wo war das denn hier? Branko behauptet weiterhin, dass er für die Orks Artefakte suchen soll. Er ist nur in der Stadt, um auf irgendwelche Befehle zu warten, aber von wem er diese erhält, wollte er nicht sagen. Vielleicht sollte ich mal den Ork Chompok befragen. Es könnte ja sein, dass er Brankos Auftraggeber ist. Das ist ja interessant. Hey du! Mal gucken, na, oh nee, nee. Wo wollen wir mal den Chompok fragen hier? Hey Chompok, hast du ein neues Shampoo? Darf ich den großen Chompok etwas fragen? Du bist ein kluger Mörder, denn sonst wüsstest du nicht, wie man einen tapferen Ork ehrt. Sprich, was willst du von Chompok wissen? Ich wollte nur wissen, ob du Branko kennst. Nein. Ich weiß nur, dass er ein Söldner unserer Krieger ist. Er behauptet, für euch Artefakte zu suchen. Angeblich hättet ihr ihm den Auftrag dazu gegeben. Das kann nicht sein. Wir haben keinen einzigen unserer Söldner aus Myrtana mitgenommen. Entweder lügt dieser Morra oder du hast dich verhört. Ich hatte mich sowieso schon gefragt, was dieser Ork-Söldner in Varan zu suchen hat. Mhm. Okay, das heißt also, der kann uns nichts sagen. Jetzt ist Branko weg. Hat er sich verpisst oder was? Guck mal nochmal, geheimer Handel. So, Chompok sagte mir, dass die Orks keine Söldner aus Mutara mitgenommen haben. Folglich lügt Branko. Oh, deswegen.
Vielleicht hatte Torres recht und der Ork-Söldner hat wirklich was mit dem Schmuggel zu tun. Ich hatte bei meinem Gespräch mit Branko gesehen, dass dieser einen Schlüssel am Gürtel trägt, der zu einer Truhe passen könnte. Am besten stehle ich ihm den Schlüssel und siehe nach, was sich in der Truhe befindet. Diese wird sehr wahrscheinlich an dem Ort sein, wo der Söldner übernachtet. Da der Sklave Roscoe mir mitgeteilt hat, dass der Ork-Söldner in Bahals Haus übernachtet, muss ich nicht lange nach Brankos Quartier suchen. Die Gästezimmer von Bahal befinden sich im obersten Stockwerk, welches über die Leiter erreichbar ist. Ja, da muss ich jetzt wieder gucken, wo das nochmal war. Also, Branko hat sich echt verpimpelt. Das ist nicht zu fassen. 10.10 Uhr. Mal gucken, ob Torres noch irgendwie... Da ist er ja. Ey, Branko. So komisch, Champok hat mir erzählt. Hohoho. Aber ich erstmal speichern hier. Jetzt verpiss dich doch nicht so. Warte, sorry, mal. Jetzt habe ich es wieder gesagt. So, komisch, Champok hat mir erzählt, dass du das falsche Shampoo trägst. Ein Quatsch. Komisch. Champok hat mir erzählt, dass keine Ork-Söldner nach Varant mitgenommen worden sind. Ach nee. Hat er vielleicht noch etwas gesagt? Er sagt, dass er sich wundert, dich hier in Uga zu sehen. So, weißt du das? Lass mich einfach in Ruhe. Ich sag jetzt so gar nichts mehr. Was hätte ich dir vor? Naja, manchmal habe ich mit meinen lustigen Einwänden, weiß ich nicht, ob man... Aber manchmal fällt mir sowas spontan ein. So, sollte ich mal einen Schlüssel stehlen? Mich brauchst du das nicht zu tun. Ja, Brankos Truhenschlüssel erhalten. Wunderbar. So, und dann, so, da hat er nix. Ich sollte mich jetzt, sollte ich mir jetzt mal die Truhe ansehen. Also, da müssen wir in die Herberge. Jetzt weiß ich nur nicht, die war doch hier irgendwie im obersten Stockwerk. War das hier mit dem Bettchen? Oberste Stockwerk. Roscoe, Leiter. Das wird heiter. Erklimmen wir die Leiter. Ich bin gespannt. Ich weiß, ich war ja, glaube ich, schon mal drin. Bananen. Oh, lecker Bananen. Banane geht immer. Lecker. Unverangegeben Boni. Oh, Nüsschen. Was? Alter, Pilztabak. Wieso bin ich jetzt hier plötzlich noch nie gewesen? Wahrscheinlich habe ich mich noch nicht getraut. So, Herd. Nochmal Pilztabacke. Ob ihr einer um die Ecke lauert. Nein, lauert keiner. Van, Apfel, Paradeiser, noch ein Apfel, Milch, Milch und noch ein Paradeiser. Österreichische Tomate, ist klar. Mann, um mein Brot, Wasser, Wacholder, so. Ist das jetzt die Truhe von Branko? Moment mal, Brief an Branko. Das ist sie. Brief an Branko. Sehr schön. Den werden wir auch so gleich lesen hier, den Brief an Branko. Aha, hey Branko, habe bisher immer noch keinen Weg gefunden, den Eingang des Tempels zu öffnen. Dahinter muss sich aber laut dem Plan ganz sicher ein Schatz befinden oder der Schatz befinden. Behalt die Assassinen in Uga weiter im Auge, sonst kommt uns noch einer auf die Schliche. Humphrey. Yes. Auch gut, okay, dann haben wir das auch erledigt. Gucken wir doch gleich sofort mal wieder hier ins Tagebuch. Ich habe in Brankos Truhe diesen Brief gefunden, unterzeichnet von einem gewissen Humphrey. Der kommt mir bekannt vor. Anscheinend hat dieser vor, in den Tempel einen Schatz zu heben. Mal sehen, was Branko dazu sagt. Ohohoho, gewagt. Also das macht jetzt richtig Spaß. Jetzt läuft es ein bisschen flüssig. Branko, Popanko, so. Alles gut. Bosco, naja, das ist ein Unschuldiger. Moment mal. Meinem Herrn wurde Tabak gestohlen. Was? Na und? Was habe ich damit zu tun? Ich wette, dass du was damit zu tun hast, Fremder. So? Und was willst du jetzt machen? Das wirst du sofort sehen. Na warte, du dreckiger Dieb. Okay. Behalt Tabak. War das die Quest, Leute? Ich glaube ja. Oh, dann werden wir mal hier die Tabacke holen hier. Oder ich habe die Quest jetzt versaut. Ah, oh, jetzt muss ich wieder weiter weg. Sumpfkraut-Tabak. Damit kann man wunderbar Kohle machen mit Tabak.
Mann, mein Kopf. Du, Roscoe, gut. Weiter noch was? Hä? Okay, gibt keine Option. Das flippt gleich wieder zurück. Warum, weiß ich auch nicht. Okay, hier hat's Gold. 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 Das Teil von Ashtar. Oh, jetzt habe ich schon 3 von den Karten. Gucken wir doch mal gleich unter The Quest hier von Brancos Tabak. Sehe gerade, Wahrheitstabak. Der Bettler Pedro aus Uga mit Taschendiebstahl und Schlösserknacken unterweisen, wenn ich im Haus des Händlers Bahal von jeder 4 Tabaksorten des Händlers ihm. Okay. Moment mal, Pedro aus Uga, der ist aber jetzt auf der Tomatenplantage. Jetzt wird das ein bisschen vertrackt, aber eins nach dem anderen, liebe Freunde. Eins nach dem anderen. Ich soll ja mal wieder zurück zu Branko. Er wird wahrscheinlich hier noch stehen. Ne, das ist jetzt diesmal Joachim. Jum, heißt er plötzlich Joachim. Dann dürfte er sich eigentlich wieder hier so in der Nähe aufhalten. Da ist er wieder. Ich weiß jetzt, warum du in Uga bist. So. Ich weiß jetzt, warum du in Uga bist. So, na, da bin ich aber gespannt. Du willst mit deinem Kumpel Humphrey einen Schatz heben. Was? Aber wie? Das muss der Belia selbst verraten haben. Den musste ich gar nicht erst bemühen. Ich brauchte mir nur mal kurz deinen Schlüssel ausleihen. Du verdammter Dieb! Ah. Sofort drückst du den Brief raus. Sonst was? Sonst was? Sollen etwa die Assassinen erfahren, was du vorhast? Verdammt, natürlich nicht. Jetzt willst du bestimmt einen Anteil von dem Schatz, was? Schön, dass du das jetzt selbst vorgeschlagen hast. Ja, mach dich ruhig über mich lustig. Aber sag mal, warum wolltest du denn in meinen Sachen schnüffeln? Oder wusstest du schon vorher, hinter was wir her sind? Überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich wissen, wer den Wüstenräubern heimlich Waffen verkauft. Ach, daher weht der Wind. Nun, ich habe zwar nichts damit zu tun, aber ich habe da mal was mitbekommen. Was? Langsam, ich schlag dir ein Geschäft vor. Wenn du annimmst, verrate ich, was ich gesehen habe. In Ordnung? Kommt darauf an. Wie sieht das Geschäft aus? Wir kommen ehrlich gesagt bei der Schatzsuche nicht weiter. Wenn du uns dabei hilfst, bekommst du die Informationen, die du wünschst. Außerdem beteiligen wir dich am Schatz. Nun, wie hört sich das an? Gut. Wie viel bekomme ich von dem Schatz? Das kann ich leider nicht allein bestimmen. Wir sind zu dritt und Humphrey ist unser Boss. Du musst schon mit ihm selbst reden. Wo finde ich Humphrey? In einem sicheren Versteck, das du niemals finden wirst. Ich muss dich schon hinbringen. Na schön. Wann geht es los? Gegen Abend. Komm um 8 abends auf den Marktplatz. Dann bringe ich dich hin. Warum denn so spät? Können wir denn nicht tagsüber aufbrechen? Mann, du stellst Fragen. Natürlich nicht. Die Assassinen merken sonst noch was. Schließlich habe ich mich seit Wochen nicht tagsüber aus der Stadt gerührt. Wenn ich das jetzt auf einmal mache, fällt das natürlich auf. Verstehe. Na gut. Dann bis heute Abend. Also, wie gesagt, wir sehen uns um 8. Tja, und wir sehen uns in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt jede Menge zu tun bekommen. Das freut mich, das freut uns, liebe Freunde. Und nach einem Kommentar und einem Daumen sehen wir weiter. Ich verabschiede mich und sage ciao, arrivederci, bye bye und auf Wiedersehen.